Servus und Hallo von der Eurobiko in Frankfurt. Wir sind hier auf dem Stand von Böttcher und wir wollen uns jetzt mal anschauen, was es für spannende Neuheiten von der Traditionsmarke aus dem hohen Norden Deutschlands gibt. Viel Spaß mit dem Video. So, und wir stehen jetzt am wunderschönen Stand von Böttcher. André wird uns jetzt ein bisschen was zu Böttcher erzählen. Was habt ihr denn so für ein Vertriebskonzept und welcher Kunde wird bei euch glücklich? Ja, ich glaube, dass bei uns im Grunde genommen der Kunde glücklich wird, der was ganz Individuelles sucht. Mhm. Wir sind mit unseren Manufakturrädern wirklich so aufgestellt, dass wir fast jeden Kundenwunsch erfüllen können. Ja. Also insofern, haben wir halt die Möglichkeit, auf alles Individuelle einzugehen. Das heißt, E-Bike, kein E-Bike, verschiedene Kategorien, verschiedene Preissegmente, verschiedene Schaltungsarten. Genau, komplett von Roloff über Pinion, Kettenschaltung, Nabenschaltung, was man so möchte. Und auch Material, also ihr habt Titan, Alu und Stahl. Stahl haben wir im Programm, genau, also diese drei Rahmenmaterialien. Und das Besondere bei euch ist ja, ihr assembelt ja nicht nur in Deutschland, sondern ihr pulvert auch in Deutschland. Genau. Vielleicht kannst du uns mal über eure Customizing-Optionen, die bei euch auf der Webseite zu finden ist, durchführen. Wie läuft das ab für den Kunden? Ja, also wir haben im Grunde genommen einen Bike-Konfigurator, wenn man so will, wo der Kunde individuell sein Rad zusammenstellen kann. Ja. Er hat im Grunde genommen eine Riesenmöglichkeit, nicht nur was die Komponenten angeht, sondern auch die Farben. Okay. Ja. Also Farben haben wir immer 8 Standardfarben. Ja. Aber eigentlich vom Grundsatz her ist fast jeder Ralton möglich. Und wir haben natürlich auch einige Sonderfarben, die dann ein bisschen extravaganter sind. Ne? Cool. Wir schauen uns jetzt gleich die Modelle in so einem Einzelnen an. In welchen Bike-Kategorien ist denn Böttcher unterwegs? Ja, also unser Hauptthema, sag ich mal, ist halt Reise. Ja. Das ist so unser Steckenpferd. Ja. Also da legen wir halt wirklich ziemlich viel Energie rein. Dann natürlich der Trekking- und City-Bereich auch, aber neu halt auch Gravel. Ja. So, das ist halt insgesamt ein Thema und wir haben irgendwie so das Stahl-Gravel da wieder für uns entdeckt. Sehr geil. Und über dieses Stahl-Gravel sprechen wir gleich im Einzelnen. Und jetzt sprechen wir mit Produktmanager Björn. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast über das Gravelbike und über das Reiserad. Wir fangen beim Gravelbike an. Neues Thema für euch. Ja. Was kannst du uns da Interessantes über das Bike erzählen, Björn? Okay, wir sind seit diesem Jahr eben so aufgestellt, dass wir unterschiedliche Gravelbikes im Angebot haben. Ja. Unsere Top-Linie ist das Modell, wo wir gerade vorstehen. Ja. Wir verwenden insbesondere hier ein hochwertiges Reynolds-Rohr, das 853er. Ist ein super leichtes Rohr, sehr flexibel, was gerade im Gravel-Bereich bei unebener Fahrweise elementar wichtig ist, dass es einfach mit auf den Boden reagieren kann. Bei dem Bike ist es so, dass wir hochwertige Carbonlaufräder verwenden, auch Ritchie WCS-Teile als als Gabel und eben auch als Anbauteil. Ja. Das ist eben eine Neuheit, da sind wir auch sehr stolz drauf, weil die Fahreigenschaften gerade als Gravel-Stahlrahmen ganz hervorragend sind und wir haben da einfach Spaß mit. Ja, voll. Was wiegt denn so ein Stahl-Gravel-Rad bei euch? Gut, bei den Gewichten ist es eben abhängig davon, was wir an Teilen dann verbauen, aufgrund der Konfiguration, die der Kunde eben machen kann bei dem Rad. Wir sind ungefähr bei 10 bis 11 Kilo. Cool. Ja, also für ein Stahl-Gravel-Bike durchaus vertretbar. Und genau. Es ist ja beim Stahl ja auch so, das ist was für die Langlebigkeit auch. Also das kauft man sich einmal und dann fährt man es lange Zeit. Korrekt. Ja, was besonders interessant ist, hier stehen wir jetzt vor dem Topmodell, so wie es auch kommen wird, mit Carbon-Laufrädern, DT-Swiss-Narben und die Felgen kommen von welchem Hersteller? Ja, wir haben einen neuen kleinen Hersteller in Hamburg gefunden, der für uns dann individuell auch die Laufräder fertigt und das wird Eric sein. Mhm. Und da sind wir auch stolz drauf, dass wir in unserem Bereich einfach bleiben und dann einfach auch nachhaltig die Produkte dann kurzfristig anführen können. Und das finde ich schon sehr wichtig für uns als Unternehmen. Ja. Kurze Lieferwege auch, kurze Kommunikationswege. Korrekt. Ja, das wirkt sich dann auch positiv auf die Lieferfähigkeit aus, nehme ich an. Ja. Das ist interessant. Ja. Wir haben außerdem eine Top-Gruppe von GRX, 800er. Die 800er-Gruppe verwenden wir bei dem Top-Modell, klar, bei den Konfigurationen hinterher wird auch eine 600er-Gruppe möglich sein, sodass der Kunde da auch entscheiden kann, in welchem Bereich möchte er denn dieses Fahrrad dann auch nutzen und fahren. Und dementsprechend bieten wir das auch ein.
Also bei euch ist Reiserad auch ein Riesenthema und genau. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt das Reiserad von euch an. Ja, jetzt stehen wir hier vor einem super interessanten Reiserad mit Piniongetriebe, mit Zahnriemen oder Gates-Carbon-Riemen, ja, korrekt. Carbon-Riemen und auch aus Stahl? Auch aus Stahl. Was kannst du uns über dieses Rad erzählen? Das ist unsere Neuheit für nächstes Jahr. Es ist eigentlich auf Basis eines bereits bestehenden Rades mit einer Rohlaufnarbe entstanden. Auch hier verwenden wir das hochwertige Reynolds-Rohr, um eben die gleichen Fahreigenschaften wie in diesem Greve und dem Reiserad dann einfach zu verbinden. Hierbei ist es so, dass wir unheimlich starke Nachfrage auch in diesem Reiserad im Pinienbereich haben. Mhm. Und wir möchten eigentlich die gleichen Fahreigenschaften, die wir bis jetzt hatten, bei dem Rohlaufrad eben in dieses Pinienrad mit einbinden. Ja. Und hierbei haben wir eine Neuentwicklung gemacht und da sind wir auch stolz drauf, dass wir das jetzt präsentieren können. Ja. Hierbei ist es so, dass wir auch den typischen Stahlrahmen eben haben mit dem Reynolds-Rohr und wir möchten ganz gerne diesen hinteren Bereich, der ganz wichtig ist auch für den Radreisebereich und generell für das Fahrrad, dass diese Position des Hinterrads immer gleich bleibt. Also der Riemen wird nicht nach hinten gespannt, sondern das Hinterrad bleibt immer in seiner gleichen Funktion. Ach so, das sorgt für eine hervorragende Fahrfähigkeit, weil das Hinterrad im Prinzip immer sehr sauber nachläuft. Ja. Und da wir haben eine sehr hohe Stabilität gerade in dem hinteren Bereich, im Antriebsrad eben selber. Und daher mussten wir uns einfallen lassen, inwieweit wir das Getriebe selber dann bewegen können, um den Riemen zu spannen. Ja. Und da haben wir eine Besonderheit für nächstes Jahr erfunden. Im Regelfall wird das Piniengetriebe durch eine Verschraubung ja am Rahmen fixiert. Ja. Und es gibt dann Möglichkeiten, mit einer Gewindeschraube das Getriebe abzuklappen. Wir machen es anders. Wir haben einen Ingenieur im Haus, der uns eine besondere Entwicklung gemacht hat. Das Getriebe selber ist auf einer speziellen Aufhängung und das Getriebe selber wird in Flucht vom Riemen einfach nach vorne geschoben und dieses Schieben wird nicht durch eine hässliche Wendelschraube oder sonst was von dem Heimtrainer gemacht, sondern wir nehmen einfach einen Imbusschlüssel und können dann über eine kleine Nockenwelle das Getriebe nach vorne schieben auf die richtige Position und daraufhin wird eben der Riemen richtig von der Spannung her eingestellt und dann wird das Getriebe einfach nochmal verschraubt über die 6 Schrauben und wir haben eine hervorragende Stabilität und wie am Anfang schon gesagt, wichtig ist für uns, dass das Hinterrad immer in der gleichen Position bleibt und darüber erfolgt dann die Spannung und wir haben hervorragende Fahreigenschaften dadurch. Das ist neu, das gibt es so noch nicht auf dem Markt und dementsprechend steigen wir da nächstes Jahr mit ein und werden das vorstellen. Also wir stellen es heute schon vor für euch und dementsprechend geht das dann nächstes Jahr in die Produktion. Mega clevere Idee, cool. Und die Nockenwelle sorgt eben auch dafür, dass durch den Antrieb jetzt keine Kräfte gegen das Getriebe wirken und das wieder zurückschieben dann, oder? Die Nockenwelle ist eigentlich nur dafür da, dass das Getriebe in die richtige Position gerückt wird. Mhm. Die hat dann keine tragende Funktion mehr. Ah, okay. Die eigentliche Verschraubung erfolgt dann über die eigentlichen Pinienschrauben, über die 6 Schrauben. Ja. Und die werden dann nochmal gesondert festgezogen. Korrekt. Ah ja. Korrekt. Ja, mega pfiffige Idee, habe ich so noch nie gesehen, aber es liegt eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, mega auf der Hand, weil es Hinterrad spannen ist immer eine richtige Friemelei, man muss schauen, dass es gerade ist und die Spannung von dem Carbonriemen, die muss man einmal gescheit einstellen. Korrekt. Und dann ist es ja für 10.000 Kilometer fix. Genau, das ist das Gute eben an der Idee. Ja. Eine Umsetzung diesbezüglich bei einer einfachen Idee ist immer ein bisschen schwieriger. Ja. Deshalb, so eine Entwicklung dauert im Regelfall schon mehrere Monate bis ein Jahr oder anderthalb Jahre, um die richtige Technik eben zu finden. Und dementsprechend denke ich, dass wir jetzt die richtige Möglichkeit haben, die auch einfach zu handeln ist, auch wenn unterwegs mal ein Riemen gewechselt werden muss oder sonst ist es eben mit einfachem Werkzeug zu machen. Jeder Reiseradfahrer hat Imbusschlüssel dabei und so weiter und kann jederzeit auch einen Riemen nachspannen oder wenn einer defekt ist, auch schnell auswechseln. Ja, mega clevere Idee. Was findet man außerdem an diesem Bike noch typischerweise für ein Reiserad? Wir haben eine Beleuchtung, wir haben Gepäckträgersysteme. Wo kommen wir insgesamt bei dem Rad auch preislich raus, wenn man da so eine patentierte, ich nehme an, es ist patentiert, sonst würdest du es wahrscheinlich nicht erzählen, Weltneuheit an dem Rad findet? Also auch dieses Rad ist eben bei uns über einen Konfigurator schon nach eigenen Wünschen eben zusammenstellbar. Das heißt, der Kunde kann dann schon genau entscheiden, was möchte ich für Anbauteile dran haben. Ja. Möchte ich eben
einen speziellen Gepäckträger für hin, insbesondere für vorne gibt es unterschiedliche Wahlmöglichkeiten. Wie möchte ich es ausgestattet haben mit der Lichtanlage? Ja. Dementsprechend kann man da schon sehr stark wählen. Wir lassen es aber ganz bewusst von den einzelnen Komponenten her so, dass es immer ein Pinion P18 Getriebe ist, eben gerade für den Reiseradbereich. Ja. Und ansonsten machen wir sehr viel über die Farbwünsche und eben über die Detailanbauteile, was jetzt an Taschen montiert werden soll oder sonstiges, das entscheidet hinterher der Kunde individuell und daraufhin wird das Fahrrad dann individuell auch für den Kunden gebaut. Okay, also nach Kundenwunsch entsteht dann auch der Preis. Das heißt, man schaut bei euch mal auf der Webseite vorbei. Wie geht die Webseite? Korrekt. Das läuft ganz normal über böttcher-fahrräder.de. Ja. Dort haben wir insbesondere die ganzen Modelle dargestellt und eben einen separaten Konfigurator, wo jeder Kunde oder der mit in Verbindung mit dem Einzelhändler dann eben nachgeschaut werden kann. Dann wird das Fahrrad zusammengestellt. Daraus ergibt sich dann auch der Preis und dann wird das Fahrrad eben über den Fachhändler bestellt. Und dann bekommt der Kunde eben sein Wunschrad oder sein Traumrad vom Händler. Mega. Ja? Ja, danke Björn. Dann schauen wir mal bei böttcher-fahrrad.de dabei, spielen mit dem Konfigurator und lassen uns mal überraschen, wo wir da preislich am Schluss bei rauskommen. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank Björn. Gerne. Vielen Dank André. War mega interessant. Und euch alles Gute. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt von der Eurobiko in Frankfurt, dann bleibt auf dem Kanal. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis bald. Danke. Ja, danke. Danke dir. Ciao.